gerade fast über die Robbe gestolpert und sie hat ihn richtig angeknurrt. Guten Morgen aus unserem Loch. wir gehen jetzt gleich und wir fahren heute nach Moeraki Beach. Heißt das so? Das sind diese großen, runden Steine, die sind richtig, richtig cool. Die möchte ich unbedingt sehen. Mein Paps macht gerade draußen den Müll. Das ist nämlich total dumm, weil wir hatten hier innen drin einen Mülleimer und man muss es dann vor der Mülltonne wieder sortieren irgendwie alles. Ich packe gerade meinen Koffer, Alex duscht, dann kommt gleich noch die Vermieterin. Das hier läuft ja ein bisschen anders als bei einem normalen Hotel. Hier gibt es keine Rezeption, sondern da muss man einfach anrufen und dann kriegt man gesagt, in welchen Bungalow man gehen muss und so. Und die kommt jetzt gleich vorbei und dann machen wir das irgendwie mit dem Zahlen oder ich weiß es nicht. Und dann fahren wir wieder 2 Stunden, 5 Minuten oder so, bis wir dort sind. Und mal schauen, was wir sonst noch so machen. Und heute Abend schlafen wir in Fairly. Das ist in der Nähe von Lake Tekapo und Lake Pukaki. Hallo. Guten Morgen. Und ja, da fahren wir dann auch nochmal 2 Stunden hin oder so. Also wieder viel Zeit im Auto. Das ist Clyde. Da laufen richtig wir jetzt gerade noch kurz ein bisschen durch. Sieht richtig süß aus. Auch das Weiße da drüben. Ja. Mini klein, kann man in 5 Minuten durchlaufen. Das ist richtig süß, so alt. Das ist Wäsche. Was? Zierde? Was redest du? Da ist Wäsche drin. Komm, das ist von einem Hotel oder so. Sausage Alley. Open. Jetzt sind wir auf dem Weg zu den Moeraki Boulders und wir tanken jetzt hier gerade noch an der kleinsten Tankstelle der Welt in Clyde. Und ich glaube, wir haben gerade einen Schauspieler gesehen. Und zwar Sam Neill. Der spielt den alten bei Jurassic Park. Falls ihr die alten Jurassic Park Filme kennt. Oh, ich hasse Tankstellen. Auf jeden Fall war der hier an der Tankstelle und ich habe es zu meinem Papa gesagt, weil ich hatte so voll das Gefühl, dass er das ist. Sah ganz anders aus. Weiße Haare, weißer Bart über das ganze Gesicht, aber er sah so aus wie der Schauspieler. Und mein Papa meinte auch, er ist ziemlich sicher, dass er es ist, weil der wohl hier, der kommt aus Neuseeland und hat hier auch irgendwie seinen eigenen Wein oder so, also gerade hier in diesem Kleid. Und ist auch ein gutes Auto gefahren und dann dachten wir uns so, aber wir haben ihn nicht gefragt. Das wäre ja total affig. Hey, are you Sam Clyde? Sam Neill? No. So schön hier. Wir sind aber noch nicht ganz angekommen, aber gleich. Wir sind in Moeraki angekommen. Wir sind jetzt hier gerade bei Fleur's Place. Essen vielleicht noch kurz was. Jetzt sieht es hier aus. Richtig süß. Das ist das Restaurant. Direkt am Meer. Mein Daddy hat sein Essen schon. Das ist ein Fisch und der sieht sehr, sehr gruselig aus. Ich bin froh, dass ich die Suppe genommen habe. Aber es ist bestimmt richtig lecker, weil hier ist richtig viel los. Also hier ist richtig voll und da steht auch, dass man reservieren soll. Wir haben uns jetzt rausgesetzt. Und da ist unser Essen. Alex hat auch die Suppe genommen. Das ist eine Zwiebelsuppe mit Brot. Das Brot sieht auch gut aus. Das Dunkle vor allem. Was ist da drin? Ich glaube, es ist auch schon so. Ach, das ist dieses Käse-Crouton-Ding, gell? Lecker. Guten Appetit! So, wir haben gegessen und jetzt laufen wir den Millennium Walkway zu den Moeraki Boulders lang. 1,7 Kilometer hier am Strand, glaube ich doch mal, dass man läuft, oder? Ich glaube auch. Werden wir ja gleich rausfinden. Auf jeden Fall sieht da draußen das Meer so cool aus, weil es so schön türkis ist. Ja, dass es an der einen Stelle so viel heller ist. Ja. Sieht man. Hammer, richtig oder? Schön. Jetzt kommt auch die Sonne wieder ein bisschen raus. Und hier Windfisch. Hier ist Windfisch. Was ist das denn? Was? Das ist eh krass. Krass. Das sieht ja verrückt aus. So schön könnte es eigentlich sein. Und das ist irgendwelche ekeln Sachen, die hier rumschwimmen. Überall am Strand sind jetzt. Wir sind noch nicht ganz da. Ah, Kepu!
aber überall sind diese komischen Gebilde hier. So Kreise und innen drin so andere Steine. Da hinten zum Beispiel auch. Hier. Und wir müssen auch noch ganz da hinten laufen. Da sind auch ganz viele Menschen am Strand. Also so richtig viele Menschen irgendwie. Und wir laufen hier halt am Strand lang. Muss man immer ein bisschen aufpassen, dass einen das Wasser nicht kriegt. So, hier ist eine Alge oder vielleicht auch ein Stück irgendwas. Also so ist mein Fuß. Da seht ihr, wie groß die Alge ist. Verrückt, oder? Wir sind angekommen und da stehen lauter Leute auf den Boulders rum. Aber leider ist mit den Gezeiten ein bisschen ungeschickt. Schau mal, da hinten sind auch noch voll viele im Wasser. Ja, ja. Ja, weil jetzt war gerade High Tide, also am allerhöchsten die Flut. Jetzt geht das Wasser erst wieder zurück. Und das ist jetzt natürlich ungeschickt. Jetzt müssen wir uns halt mit denen am Strand zufrieden geben. Hier sind zum Beispiel auch welche von denen kaputt gegangen oder hier. Und hier ist noch so ein Riesending. Und da draußen im Wasser sind auch noch so ein paar. Und da ist auch so eine zerbrochene Kugel. So unreal aus. Das ist so verrückt. Das sind so faszinierend, diese Steine. Und die sehen innen drin auch so richtig cool aus. So irgendwie voll mit Kristallen oder so. Richtig verrückt. Das Wasser ist so kalt. So richtig kalt. Wir laufen jetzt zurück. Oh, wow, okay. Also wir laufen jetzt zurück zum Auto. Wir laufen jetzt ungefähr eine halbe Stunde vielleicht. Und dann fahren wir nochmal her und parken hier an dem Parkplatz, der hier dazugehört. Weil wir dann glauben, dass dann das Meer ein bisschen weiter raus ist. Und dann können wir das uns nochmal gescheit angucken. Dann ist bestimmt auch wieder schön voll. Aber jetzt sieht man die Dinger da hinten schon ein bisschen besser rausgucken. Sind wir mal gespannt. So, also jetzt ist auf jeden Fall das Wasser wieder ein bisschen weiter draußen. Ihr seht, man kann viel mehr von den Steinen sehen. Aber das ist so faszinierend. Ich finde die so krass, diese runden Steine, die innen drin diese ganzen Kristalle haben und die hier einfach so rumliegen. Das ist so cool. Ich wollte hier unbedingt hergehen. Wir sind jetzt wieder weitergefahren und haben jetzt gerade einen Stopp in Oamaru gemacht, weil wir an der Straße ein Schild gesehen haben, Penguin-Kolonie. Und jetzt sind wir hier gerade mal so rausgefahren. Was ist da? We're running along there. Und suchen jetzt mal, wo hier die Pinguine sind, damit wir die sehen können. Pretty. Why are they so round? You should put their fat heads through there. Eine Show oder sowas passiert. Glaubst du? Wo? Ja, ach, da unten, stimmt. Süß. Also das sind jetzt da keine Pinguine, aber dafür Robben. Da schläft's. Kalt. Mein Papa ist gerade fast über die Robbe gestolpert und sie hat ihn richtig angeknurrt. Da liegt sie. Wir sind alle so erschrocken. Was ist coughing or is it attacking us? Wir sind angekommen in unserem Zimmer. Was gibt's da zu lachen? Nix. Hier seht ihr unser luxuriöses Zimmer. Das ist auch schon alles. Hier ist nämlich die Tür direkt hinter mir. Ein Bad haben wir keins, also wir haben das. Das ist gleichzeitig auch das Klo. Nein. Maybe. Maybe.
Nein, Spaß. Hier gibt es einfach so ein Etagengemeinschaftsbad. Na? Was habe ich da denn? Für Männer und Frauen getrennt. Und wir haben auch nur diese eine Lampe an der Decke. Verrückt. Die macht man hier aus, über mir. Die macht man über dem Bett aus. Die macht das schlimmste Licht der Welt. Deswegen gehen wir jetzt, glaube ich, bald schlafen. Dann müssen wir sie nicht mehr sehen. Es war dafür sehr billig, genau. Aber ist ja auch egal, wir sind ja auch nur zum Schlafen hier. Und sonst für nichts. Dann braucht man auch nicht tausend Geld ausgeben. Sagen wir jetzt gute Nacht? Ja. Ja. Guck mal. Oh, das ist schön. Was ist das? Oh. Erkennst du es nicht? Nein. Das Trossas haben wir meinen Eltern gerade geschickt. Da, wo wir an Pfingsten waren im Urlaub. Ach so. Das sah einfach aus wie ein Strand. Da bist du das erste Mal kalten gewesen. Okay. Also dann. Schönen Tag, Mittag, Abend. Ja. Bis dann.